reiner aber, Singleplayer dann. Aber der ist doch schon, ist er nicht gekillt worden schon? Nein. Dachte ich. Ah, nee, ist mal ein anderer. Da haben sie auch gesagt gehabt, dass das nicht gekillt werden wird, weil das eine offizielle Star Wars Lizenz hat und die somit unter Zugzwang sind. Es wurde schon ein offizielles Star Wars Titel gekillt. Eine Leitmission. Im letzten Jahr sogar. Also. Oh, die haben ziemlich, wie sagt man das, ziemlich gut erklärt bei GameStar, warum das nicht gecancelt wurde. Wie gesagt, das Problem ist, dass halt schon eins gecancelt wurde im letzten Jahr. Deswegen, ja. Naja, mal gucken. Aber es wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Da müsste ich nicht ständig Star Wars Jedi Academy spielen. Das könnte ich irgendwann wieder zocken. Ich muss erstmal Titanfall 2 jetzt den Singleplayer durchspielen. Das ist mein Projekt für nächsten Sonntag. Und Bloodborne wurde offiziell bei GameStar zu den schwierigsten Spielen gewählt. Ja, du hast keine Blocken-Variante, ne? Das ist ein bisschen... Ja, und du hast ziemlich viele Gegner und die Speicherpunkte sind halt festgelegt. Ja, Gegner hast du genauso wie bei Dingensbummens. Bei Dark Souls ungefähr. Mhm. Aber bei Dark Souls hast du halt ein Schild, wo du hinter dich verstecken kannst. Ja. Warum das dann halt nicht? Was ist denn kaputt bei dir, Lumi? Nichts. Dann meinte irgendwie bin ich heute ziemlich verschlafen. Man könnte meinen, ich bin zu spät dazu gekommen zu schlafen. Woran das nur liegt? Woran liegst du? Woran das liegt? Woran liegt denn? Dass wir gestern um kurz vor 4 beschlossen haben, noch eine letzte Runde Dota zu spielen zum Einschlafen. Auto-Chess oder richtiges Dota? Richtiges Dota als Community-Game, wo dieses Game halt einfach mal so fucking 1,5 Stunden liegt. Also das habe ich auch eine schnelle Runde! Und dann haben wir auch noch verloren. Das war richtig gut. Das heißt, alle sind irgendwie kurz vor 6 ins Bett gekommen und wir waren hundemüde und Das wäre ja der Moment, wo ich sage, ich habe keine Lust mehr auf Dota. Nee, also ich meine, das Game an sich hat ja schon irgendwie Spaß gemacht. 97 Minuten, meinst du? 97 Minuten, 34 glaubst du. Na, das ist aber sehr, sehr detaillierter Glaube. So. Gib mir die... Boah, hier überall Trüffel, da werden Trüffel hingekackt. Hingekackt, ist klar. Seid schon do? Es hat gerade so gewirkt, als wäre es hingekackt worden. Ich dachte, die wären ausgegraben. Ja, aber da war kein Schweinchen, sondern das war hinterm Schweinchen, hat es einen Plopp gemacht und da war ein Trüffel. Ja, da hat es einen ausgegraben. Das schart ist so unter sein Beinchen durch. Eben. Gibt es einen Grund, warum unsere Hühner nicht rausgehen? Ich Angst, aber es gab da oft. Ja, ich hab's aufgemacht. Vielleicht war es vorher nicht offen? Doch, es war vorher, letztes Mal schon offen. Ich hab letztes Mal schon, wo der Frühling anfing, aufgemacht. Keine Ahnung. Dann? Haben Angst? Unsere Katze ist auch geil, ne? Wenn du die anfasst, unsere Katze, dann tut die sich, nachdem du sie angefasst hast, tut sie wegspringen, sich ablecken nach dem Motto, er hat mich angefasst. Das würde ich bei dir auch machen. Danke für die Blumen. Wegspringen und mich dann ablecken. Ablecken, ne? Das machen wir. Ablacken. So, habe ich jetzt alles eingesetzt. Ach so, scheiße, ich muss Audacity noch stoppen. Oh, ich habe Audacity schon gestoppt. Wann hat Audacity gestoppt? Achso, du hast aufgenommen. Aber du hast jetzt Far Cry gespielt nicht aufgenommen, dein Mikro. Ja. Oh, scheiße, aber das sind 2 Stunden, das sollte schon Spaß passen. Das passt hoffentlich bestimmt. Vielleicht, so irgendwie. Digga, wir haben uns gerade über Pen and Paper Regelwerk unterhalten, wo ihr kommt. Und dass die relativ teuer sind. Ich wollte nicht ihn ablecken, ich wollte mich selbst ablecken, von daher keine Gefahr. Das ist auch ein bisschen schwierig, wegspringen und dann denjenigen ablecken. Also die Reihenfolge klingt schon... Wie hieß das Pokémon damals? Schlurp. Schleckattacke. Schlurp. Und dann ist Pikachu so komisch angelogen. Soll bald übrigens ein Mobile-Game geben für Harry Potter. Harry Potter... What the fuck? Ich wollte gerade sagen, du kommst irgendwie 2 Jahre zu spät, dann kam Harry Potter. Ich wollte, okay. Vielen Dank, dass es nicht nur dir so ging wie mir gerade. Also, ich hab. Wie kommst du denn von dem Pokémon auf Harry Potter? Ja, weil das Pokémon Go Augmented Reality Spiel ist, was für ein Handy gibt. Und Harry Potter soll es halt bald auch als Augmented Reality geben. Kannst dann zum Beispiel irgendwelche
Kreaturen von den Fesseln befreien oder Harry Potter vom Dementor retten. Aber und dich selber noch skillen, weil es gibt ein Aurora, dann gibt es irgendwie einen Tierprofessor und einen Professor. Maybe I'm getting old, but das ergibt keinen Sinn im Harry Potter-Universum. Bei Pokémon musst du irgendwas rumrennen und sammeln, aber bei Harry Potter doch nicht. Nee, dort musst du halt Zaubersprüche sprechen, dann hast du dann halt so einen Lüf, den du ins Handy da eintüdeln musst. Ach, guck's dir an. Wie, das ergibt für mich null Sinn, das mit Harry Potter zu machen. Also, nee, dann lieber ein richtiges Rollenspiel von Harry Potter, das wäre viel geiler. Und dann hast du, statt den Raids hast du halt, ja auch so Art Raids, aber dort hast du Räume, wo du irgendwie Rätsel lösen. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Hä, warum konnte ich woanders hin? Ja, und nach dem fünften Mal das gleiche Rätsel wirst du dann schlaftrunken die Rätsel auswendig können. Wahrscheinlich. Aber ich fand geil, dass sie bei GameStar gesagt haben, dass es erst das zweite Spiel ist von dem Hersteller. An manche Franchises sterben nie aus, egal was. Du meinst, weil es immer noch Niantic ist und damit das dritte Spiel mindestens? Ja, genau. Harry Potter wird doch nicht aussterben, glaube ich, so schnell. Aber ich glaube, das geht darauf zurück, weil Pokémon Go und Harry Potter halt Augmented Reality ist und Ingress ist halt wirklich bloß ein GBS basiert. Aber es ist trotzdem nicht das zweite Spiel, sondern das zweite AR-Spiel, wenn dann. Ja. So. Kennst du das, Lumi? Was? Ingress. Pustspun? Werbung! Nee, ich glaube, Lumi benutzt keine Mobile Games. Wäre meine Vermutung. Selten. Ja, das ist ein GPS-basiert. Was hast du gespielt? Dings. Simpsons. Ach, Simpsons, ja, das habe ich gespielt. Hatte ich sogar aus Versehen zwei Accounts, weil ich mich nicht mehr an das andere erinnern konnte. Dann irgendwann habe ich das nochmal installiert. Hab eine andere E-Mail verwendet und dann dachte ich mir so, ey, cool, da ist ja dein alter Account. Und da war ich nämlich schon weiter als bei dem zweiten Versuch. Ich hab Simpsons, glaube ich, genau einmal angemacht und dachte mir so, ah, ein Klicker, tschüss. Nennt man den? Naja, komm. Wenn du einfach nur Sachen anklickst, um voranzukommen, ist das ein Klicker, ja. Naja, aber komm, da gibt's hier, diese Eckform ist schlimmer, wo du da nur klicken musst, um Eier herzustellen oder um Hühner. Du musst doch für bestimmte Sachen klicken, anstatt einfach nur auf dem Bildschirm, wow. Ja. Yeah. Das ist für mich ein Klicker. Für mich ist alles, wo wirklich das ganze Gameplay nur aus Rauftippen besteht, nicht wirklich Spiel. In welcher Höhe bist du jetzt eigentlich gegangen, Benny? Ich bin gerade, ich glaube, 71 bin ich. Achso, ich bin in 60. Ich bloß also Steine farmen und Kampffarmen. Achso, ja, stimmt. Oh, cool, Benny. Ich habe was Schönes für deine Freundin gefunden. Wieso? Achso. Davon haben wir noch jede Menge. Die kann mich mal. Ich frag mich eh, ob das nicht langsam ein bisschen steinig unterm Kopfkissen ist. Wieso unterm Kopfkissen? Die verscherbe die doch eh bloß, um mein Taschengeld aufzubessern. Haushaltsgeld. Ja. Man merkt, ihr habt euch sehr, sehr lieb. Das kann eigentlich hier alles für eine Rotze. Apropos, heute ist Schnieblottag, ne? Was ist heute? Schnieblottag. Kennst du das nicht, Lumi? Nein. Ach nee, du hast ja kein Problem. Schnitzel- und Blowjob-Tag. Ach so, der Schnitzel- und Blowjob-Tag. Ja, nee, ich bestehe nicht auf den Valentinstag, also brauche ich auch den Schnieblow-Tag nicht. Das ist natürlich irgendwie konsequent. Ja. Muss ich ja zugeben. Nö, nee, doof nicht. Also ich sag mal so, ich verzichte lieber auf beides, als den Valentinstag machen zu müssen und einen Vorwurf zu kriegen. Du hast mir nur ein Blümchen mitgebracht. Also ich hab meiner Freundin letztens 13. Nur ein Blümchen ist aber auch irgendwie, also ich meine, allein den Vorwurf zu machen, weil man zu wenig geschenkt bekommt, ist irgendwie albern. Nee, das war jetzt ein bisschen übertrieben, aber trotzdem, am Valentinstag jemandem zu sagen, dass man ihn sehr mag, hat irgendwie nicht gereicht. Oder einfach ein Gedicht schreiben oder so. Das hat nicht gereicht. Nee, man sollte noch was Materielles schenken. Ups. Du hast ein Gedicht geschrieben und das hat nicht gereicht? Ja. Oder was gemalt oder so. Was hast denn du für asoziale Partnerin gehabt, ey? Boah, nur die letzte. Was hast denn du für eine asoziale Partnerin gehabt? Echt? Das war... Ja. Echt? Ja, die war ziemlich... Tatsächlich war Jen ziemlich oberflächlich, ja. Ja, ich hab zu meiner Freundin... Aber echt, bitte, also so ein Gedicht oder sowas ist doch viel schöner als irgendwie... Ich hab zu meiner Freundin eigentlich gesagt, eigentlich ist es für mich ein reiner Kommerztag, weil sie versuchen noch mehr Geld zu machen, weil die Mangerie kostet am Tag danach weniger. Zum Thema Oberflächlichkeit. Sie hat mir gesagt, ich soll mir andere Sachen anziehen. Nicht, weil die Sachen dreckig werden oder nicht mehr tragbar oder schlecht riechen würden, sondern einfach nur, weil sie andere Sachen an mir sehen will. Nein.
Ja. Naja gut, man kann schon sagen, man findet den Kerl in anderen Sachen hübscher. So es geht ja nicht darum, nein, ich konnte die hübschesten Sachen, die am besten gefielen, anziehen. Nach 2 Tagen wollte ich nicht mehr sehen, weil es langweilig ist. Okay, das ist jetzt wieder übertrieben, ja. Das meine ich. Es ging nicht darum, dass sie nicht hübsch waren oder nicht gemocht wurden. Darum ging es nicht. Ging nur die Tatsache. Ich habe auch schon eine Kerle neu ausgestattet, weil ich sie in anderen Klamotten hübscher fand, aber die durften sie dann schon öfter tragen. Es ging nur um, nee, ich darf die auch öfter tragen, aber ich darf die nicht so oft am Stück tragen. Das ist das, wo ich mir dachte, Gibt es Momente, da bin ich wirklich sehr, sehr glücklich, Single zu sein? Es gibt Momente, da bin ich sehr glücklich, vergeben zu sein. Zum Beispiel, wenn ich so in meinem Bettchen liege, meine Freundin kommt und streichelt mir gemütlich den Rücken. Ich dachte, jetzt kommt was anderes, wo wir schon beim Schnieblutag waren. Nö. Okay, ich sag mal, 10 Mal das gleiche Set im Schrank ist doch super. Ja, Abwechslung for the win und so. Oder eben nicht. Was? 7 Mal das gleiche. 7 Mal das gleiche Set im Schrank. Was ist denn das gleiche Set aus T-Shirt, Pullover und Hose? Wahrscheinlich. Und Socken auch oder zählen Socken nicht dazu, ein Unterhemd? Kommt doch an, wie warm oder kalt ist es. Im Sommer braucht man keine Socken. Ja, also in Schuhen schon. In Sandalen nicht. Okay, ich trage sehr selten Sandalen tatsächlich. Du bist so ein Tennissocken-Sandalen-Typ. Was ist denn das für ein Viech? Ich trage einfach keine Sandalen. Das also habe ich letztens bei Jodel gelesen. Die hatte irgendwie ein Date, der kam zu der und der hatte Adiletten an. Und so eine Jogginghose. Und auf den Adiletten stand Prudi drauf. Leute. Prudi muss los. Die Dings, die Eulen, die wir jetzt aufgestanden haben, die bringen Gegner-Eulen, gell? Was? Achso, die Eulen? Ja, ich habe nämlich gerade gegen so eine Iridium-Eule gekämpft. Tja, ich habe die nicht, ne? Bin wohl nicht gut im Kampf, dann ist das vielleicht der Grund, warum ich die nicht gekriegt habe. War ja nach wie vor nichts dafür. Ich arbeite dran. Okay. Bin ja mal gespannt, was passiert, wenn man in der Abenteuergilde alle. Sieht aus wie Eulen. Herausforderung. Hat dein Chat ja widersprochen, was das ist? Ja, dann sagt Eulen, das sind immer noch Fledermäuse. Und ich will nicht wissen, wann die in der Schädelhöhle kommen. Oh, ich hab vergessen zu filmen. 23:10 Benny. Hätte ich jetzt gestern auf mein Bauchgefühl gehört, hätte ich nämlich Dark Souls gespielt und kein Dota, dann hättest du nicht mitschreiben dürfen und wären dann alle früh ans Bett gekommen. Mitschreiben? Ja, Xan ist doch gebannt für Dark Souls. Moment, er ist geblieben für Dark Souls? Gebannt. Ach so. Lass mal so mitschreiben. Ich bin mir aber immer noch nicht sicher, ob ich da ein Permaband draus machen soll oder ob wir es nach der ersten Folge mal probieren. Nee, das nutzt er nur aus. Nicht machen. Gut. Außerdem, meine Frau ist gar nicht zu Hause. Keine Ahnung, was da los ist. Am Ende hat die mich schon wieder verlassen. Das war Matzes Vorschlag, aber du bist volle Kanne mit eingestiegen. Hast gesagt, ja, Community Game, du bist schuld, Xan. Was, Community? Achso, Dota. Ich dachte gerade, Moment, Community Game, Dark Souls? What? Ja, das wäre ein bisschen weg. Es geht auch. In der Folge unbedingt noch heiraten. Wieso? Ja, wir haben doch jetzt langsam alles. Oder was willst du noch machen? Sonst lohnt sich das Upgrade für dein Haus gar nicht. Eben. Das klang jetzt, als ob du willst, dass ich heirate, damit wir möglichst schnell mit diesem Spiel aufhören. Ja, Felix hat mich schon angeschrieben, was wir als nächstes spielen sollen. Aha. Ja, man muss schon mal vorausdenken. Aber das ist schon mal. Als ob dieses Spiel hat doch gar kein Ziel. Wir spielen das doch die ganze Zeit nicht ohne irgendwas. Nein, ich sag dir, welches Ziel kein Spiel hat. Farming Simulator 2019. Welches Ziel kein Spiel hat? Welches Spiel kein Ziel hat? Warum kann jemand mal sagen, dass wir 1.20 Uhr haben? Wir haben 1.30 Uhr. Außerdem, ich wurde drauf. Felix hat doch vorhin gesagt, 23.30 Uhr oder sowas. 23 Uhr habe ich. Da hast du nicht so reagiert. Und außerdem warst du doch so gerade an mir vorbei, also bist du rechtzeitig eben. Ja, ich hab's ja gerade so gesehen gerade. Ja. Ich bin eh nur aus der Höhle abgehauen. Ich will gleich mal meinen O-Saft holen. Oh, haben wir richtig viel Gold gemacht heute. Nice! Wir sind Anfang des Frühlings, ja, ich pflanze gerade. Und ich strukturiere alles um, also dauert's ein bisschen länger. Jetzt musst du wieder alles besamen, Dummi.
den Samen. Den Samen. So cool, diese Dinger Iridium geben, ey. Leben vom Land? Ja, welche Dinger? Zeig jetzt mal, was wie die wo. Die Katzen. Frühlingszwiebeln gibt's übrigens so wieder. Oh, gebratene Pilze. Oh, das nehme ich. Dankeschön. Dafür kriegst du auch einen Schmatzer, meine Kleine. Upp. Ja. Was, wo ist das also? Mit Essen kann man mein Herz... Hier, wenn man hier was zu essen macht. Mit Essen kann man mein Herz erobern. Das ja, ist leider sehr wahr. Dann leg mal los. Ich habe das auch sehr genossen, als Jen hier in Dresden gewohnt hat und mir jeden Mittwoch, wo wir zum Mensen gegangen sind, hat die mir was Gebackenes, also selbstgemachtes mitgebracht, Süßes. Aber es gab auch schöne Varianten, ich will sie nicht komplett verteufeln. Hast du ihr nie was gemacht? Wir haben Bänder zusammen gekocht. Ich habe nie alleine für sie gekocht, nee. Warum denn das? Weil ich jemand bin, der kochen und nicht mag. Also nicht selber kochen. Hast du dann wenigstens aufgeräumt, wenn sie gekocht hat? Ja, ich habe gesagt, der Koch muss nicht aufräumen. Okay. Meine Freundin ist eher der Auflauf- und Backentyp. Ich bin da eher der Kochentyp. Wenn ich mal die Muse dazu hab. Komm mit dir rein. Da, ne? Ja. Wenn ihr nie aufregen, falls das jetzt falsch einsortiert sein sollte. Guck doch einfach nach, wo es schon drin ist. Da der Fakt hat hier auch nichts drin zu suchen. Direkt mal aufregen. Warte mal. Upragen. Die Dinger haben nicht 5x5, ne, sondern 3x3. Ja, Geoden habt ihr nie gefunden? Nein, die großen. Lächerlich. Wie geht's dir? Ich hoffe, dir gefällt das beigelegte Geschenk. Tschüss, Emily. Okay, sie hat mir Wolle mitgeschickt. Geil. Wohin? 8 Felder drumherum. Ich habe mich völlig verkalkuliert gerade. Ja, ne? Das dauert, wenn die Lumi was macht. Wieso kriege ich denn... Ich will es gar nicht wissen. Nein, nee, 3, 4. Warum mir jemand Wolle schickt, verstehe ich nicht. Damit du dich endlich mal gut kleidest, du hast ja gerade gesprochen. Es war aber Wolle und kein Stoff. Ja, du musst den Stoff zuerst machen, du bist auf dem Bauern. War nur Wolle und kein Stoff. Das ist wie diese Werbung, weißt du, das Spiel jetzt gerade gehört, dass du dich immer anders anziehen musstest. Dann sag mal Wolle im Brief. Ja, hast du vielleicht deinen Alexa eingeschaltet hier? Nee, ich habe keinen Alexa. Sowas ist so das Unnützeste meiner Meinung nach, was man so sich holen kann. Alexa, mach den Fernseher an. Alexa, mach mir Wir haben Zauberschweine. Die graben Trüffel außerhalb ihres Geheges aus. Waren sie gut? Was zum Geier? Alexa, egal, wie ihre Trüffel finden, hauptsache sie finden welche. Alexa, mach den TV aus. Und jetzt, Alexa, kannst du ins Bett gehen. Ja, das Video war schön. Da gab's mal ein Video halt und da haben die Eltern ständig gesagt, was die Alexa machen soll. Und dann hat der Vater irgendwann so gesagt, Alexa, jetzt darfst du ins Bett gehen. Und da hast du so ein kleines Kind gesehen. Okay. Ich weiß nicht, da fehlt mir das Video, wenn man sieht, sagt, ich glaube, mir wird auch beim Video der Humor fehlen, denke ich tatsächlich. Es ist Ü40 Humor. Finn hat halt keinen Humor. So habe ich das nicht gemeint, aber ich habe einen sehr speziellen Humor, ja, da gebe ich zu. Stumpf ist rum. Aber zu stumpf ist irgendwann auch behindert. Oder stumpf ist Trump, wenn du das F hinten weglässt. Und der ist tatsächlich stumpf. Ah, so, je. Aus was habt ihr denn diesen Weg gebaut? Fröhlich. Den habe ich hier mit Holz. Ich habe mir irgendwo mal das Rezept geholt gehabt, glaube ich. Ist das der bestmögliche Weg? Der Weg kostet immer nur ein Holz. Wenn du willst, kann ich ihn dir dann bauen. Das ist nicht der bestmögliche. Dann baue ich jetzt einen Stein. Einen Steinweg will ich nicht bauen. Wir brauchen die Steine. Baust du mir noch welchen? Ja klar, wie viel brauchst du? Viel. Okay. Ich komme dann gleich zurück. Ich bin gerade beim... Oh, ich habe eine Geode beim Archäologen im Müll gefunden. Beim Archäologen? Warst du beim Arzt? Ja, auf der To-Do-Liste vom Känguru, wenn eine sächsische Frau sagt, mein Sohn wird Archäologe sagen, das heißt Proktologe. Ja, Moment mal, ich weiß, warum ich nicht rausgehe. Lol. Da ist so ein festes Teil von Busch davor gewesen. Deswegen sind sie nicht rausgegangen. Die Hühnchen. Ja, ja.
Stefan, was davor? Ich wollte jetzt eigentlich was Sexistisches bringen, aber ich hab's dann doch gelassen. Was Sächsisches? Nein, was Sexistisches. Das ist nicht das Gleiche. Wurde das gestern das allererste Mal, seit ich Dota spiele, sexistisch beleidigt in Dota? Das ist aber lange. So große Hupen. Mit mir Sex haben wollte und oder meine Hupen gelobt hat, sondern der mich beleidigt hat auf, und gemeint hat, es ist kein Wunder, dass ich schlecht spiele, ich bin ja eine Frau. Oh. Das hatte ich noch nie, ich war total entsetzt. Die meisten Leute sind, glaube ich, froh, meine Frau zu haben. Ja, doch, schon. Es gab auch ein, zwei White Knights, die mich dann verteidigt haben, aber obwohl ich nicht so gut gespielt habe. Ja, der Leschrack gestern gesagt. Jetzt die Frage, bist du für oder gegen White Knights? Eigentlich gegen. Überleg es dir gut. Eigentlich gegen. Ist auch eine andere Art von Sexismus. Eben. Das ist es halt. Der Benni vor der Truhe rumtänzeln, als würde ich das so ja, wobei man sagen muss, jemanden in Schutz zu nehmen, ist nicht direkt Sexismus. Ne? Jemanden aufgrund des Geschlechts in Schutz zu nehmen, das ist Sexismus. Ja. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, diese White Knights, das ist immer so ein bisschen... Ich weiß nicht, das ist so, als ob die einem irgendwie unterstellen, dass man das nicht selbst könnte, sich dazu verteidigen. Kannst du ja auch nicht. Hallo, bist du Frau? So, Lumi, ich hab dir erstmal 150 gemacht. Ich wollte dich doch wissen, Nüberben. Wollte dich doch nur ärgern. Lumi. Ja, ja. Ich hab's mitbekommen. Ja. Oh, noch mehr Iridium-Bahn. Heieiei. Jawohl, ja, endlich drauf. Iridium-Bahn. Ja, ich mach mir erstmal eine bessere Spitzhacke. Bessere Spitzhacke. Okay. Naja, oder was willst du damit machen? Ich hätte noch ein paar Sprengler gebaut, aber also okay, wir haben noch genug Sprengler. Mach die Spitzhacke. Wir haben einen Haufen Sprengler. Du kannst dich im Gewächshaus bewegen. Hier stehen übrigens noch Sprengler, die hast du gar nicht eingesammelt bis jetzt, ne? Ja, ja, ich bin ja auch noch am Machen. Weißt du, wie lange der Scheiß dauert, das umzustrukturieren? Ja, einen hab ich dir gelassen, der reicht doch, oder? Nee, alles gut. Moment mal, warum bist. Moment, was macht man doch an einem Tag das Umstrukturieren und nicht an fünf? Dir ist schon klar, dass ich parallel pflanze, weil kein anderer pflanzt. Felix, warum pflanzen du nicht? Ich mach die Tiere. War überhaupt nicht meine Aufgabe. Was hast du dann gemacht? Das Gewächshaus braucht keinen ganzen Tag. Ich hab grad mein Zeug umsortiert. Ich war in der Stadt, hab die Geoden aufbrechen lassen. Macht der keine sonst keiner? Ach, Geoden braucht keiner mehr. Klar, wo ist denn das ganze, wo die ganze Kohle hin? What the hell? Beim Erz und ihr habt es wahrscheinlich verbraucht relativ viel. Ups. Ja, wir haben bloß noch 14 Stück. Dann muss ich ja ganz, ganz vorne anfangen in der Mine. Nee, ich hab Kohle. Ach so. Lumi hat wieder alles geklaut. Ich hab die gebunden. Und die Python-Filme habe ich tatsächlich immer, wenn ich sie geguckt habe, fand ich sie irgendwie nicht gut. Ich weiß nicht warum. Das ist nicht mein Humor. Das ist auch nicht mein Humor, muss ich auch zugeben. Ich fand so ein paar einzelne Szenen witzig, aber so einen ganzen Film nicht. Nee. Aber Benni, ich melde mich die nächsten Tage fürs Pflanzen, weil er meine Spitzhacke dann erstmal der Reparatur ist. Ja, du brauchst wieder. Ich hatte kein Saatgut mehr, fällt da doch so das. 17:30 Uhr. Wir kaufen heute Donnerstag. Achso, na 17 Uhr ist natürlich schwierig mit kaufen, aber. Aber ich habe noch welche gefunden. Ich schaff das Iridium erstmal lieber schnell zurück. Ich habe jetzt aber ich sag, gar keine Übersicht mehr darüber, was ich gepflanzt habe, weil ich immer noch versucht habe, in aller Eile noch was zu pflanzen, bevor der Tag rum ist. Doch egal, einfach alles pflanzen. Pflanz. Raus da mit dem Ganzen. Ich will wieder von allem was haben, das wäre halt voll nice und so. Wir Frühlingszwiebeln ernten. Real Estate, muss man mitnehmen. Nebenbei werden noch ein bisschen Bäume gefällt. Damit wir genug Düngermittel herstellen können, damit Lumi jetzt glücklich ist. Ja. Torisches Schienbein habe ich noch drin. Dünger. Warum habe ich das in meiner eigenen? Moment, du hast ein Schienbein? Ja, ein prähistorisches Artefakt. Achso, ich dachte schon, wir wollten schon lange, den hast du umgebracht. Das ist einfach ein Schienbein, wenn du eine Truhe hast. Da eben in meiner Truhe habe ich ein Schienbein-Knochen. Oh, das mag ich am liebsten. Ich dünke, benötigst mehr Dünger, in der Tat. Puh, gerade mit den Hausarbeiten fertig geworden. Jetzt können wir ein wenig Zeit miteinander. Moment mal, was müssen wir eigentlich machen, um hier die Brücke fertig zu kriegen, links unten? Unterhalb vom Markt? Das ist hier ein Stream-Gefühl, zumindest hast du das letzte Mal gefragt. Und da wurde mir schon gesagt, das will man nicht spoilern, oder was?
Nein, da wurde dir gesagt, dass da gar nichts passieren kann, weil das nur die Brücke ist für den Frühlingstanz. Ach, Manor. Ich will aber rüber. Also mein erklärtes Ziel ist noch zu heiraten und die Schädenhülle zu machen. Oh, ja gut, dann spielen wir ja noch, wenn wir Rente sind, das Spiel. Was? Was spielen wir? Wir spielen das Spiel noch, wenn wir in Rente sind. Der elende Pessimismus da drüben, wo hast du den Scheiß gelernt? Aber ich glaube so. In den Spielrunden mit dir. Bitte was? Gibt's noch einen Qualitätssprinkler in der Ausrüstungstruhe ganz rechts übrigens mit 8 Feldern. Qualitätssprinkler brauchen wir nicht, Iridiumsprinkler brauchen wir. Ist das nicht der? Nope. Hey, ja. Qualitätssprinkler sind die kleinen, die sind. Ah, ja, ist ja okay. Mein Fehler jetzt. Genau, Xan, das bin ich. Damit kann ich leben. Das darf ich jetzt nicht verraten, sonst haust du Xan und mich. Oh Mann, dann hat es irgendwas mit mir zu tun. Nur indirekt. Ich will's wissen. Nö. Ich will's wissen. Nope, du hast auch schon über mich gelästert in deinem Chat. Ich hab nie über dich gelästert. Nie über dich gelästert. Mit Chris hast du über mich gelästert in deinem Chat. Und da bin ich rein und ich so, okay, aus meinem Chat wieder raus. Ihr könnt gar nicht mehr ohne Aufsicht darüber reden. Wir haben über dich gesprochen, wir haben aber nicht über dich gelästert. Das ist ein entscheidender Unterschied. Ja. Man kann das drehen, wie man will als Frau. Nein, wir haben über sehr schöne Dinge geredet. Über jemanden, hinterm Rücken über jemanden reden, ist immer lästern. Das stimmt nicht. Doch. Nein. Pauschalisieren kannst du. Ja, pauschalisieren. Ich bin gut in Schubladen. Ihr habt auch nicht gelästert. Ja, ist klar, Xan. Glaube ich dir jetzt nicht mehr. Und wir haben nicht mal dich erwähnt und auch nicht sie oder Lumi irgendwie reingeschrieben. Ja? Warum darf ich es dann nicht wissen? Weil es um meinen Chat ging. Bäh. Ha! Ich habe Iridium, so ein Iridium-Flattermaus habe ich gerade getötet. Und gab es auch Iridium? Ja. Nice. Braucht irgendjemand Dünger? Braucht jemand Dünger? Na, wenn du pflanzt, nein, wahrscheinlich niemand außer du. Ja, ich brauche Dünger, aber hat noch jemand Dünger? Nein. Ich habe Bäume gefällt, aber ich komme dann später erst nach Hause. Ist nicht schlimm, ich habe jetzt sowieso keine Samen mehr. Ich muss morgen Samen kaufen. Ja, dann geh am besten in die Samenbank. Ich habe auch überlegt, ob ich irgendeinen dummen Spruch bringe, aber der ist mir nicht eingefallen, der war mir zu flach. Nicht witzig. Der war mir einfach zu flach, um sowas zu bringen. Ach nö, geht schon. Ich komme damit ganz gut klar. Das glaube ich dir. Ja. Der Witz wird jedes Mal lustiger, wie ich sehe. In der Tat. Am Anfang des Streams hatten wir noch viel mehr Spaß als jetzt. Ja, ich schneide unser Best-of, in der Tat. Wie jetzt war besser. Hallo, vorher. Mira Knoche, willkommen in meinem Stream. Soll ich gehen? Bei dir ist die Brücke und ein Zauberer da. Siehste, also mir wurde gerade in meinem Chat gesagt, die Brücke und ein Zauberer kann man zum Erscheiden bringen. Und wir sind übrigens auch im dritten Jahr. Hallo. Hallöchen. Diese Fuck-Monster hier. Dann haben wir irgendwas nicht bedacht. Ich guck gleich mal. Deswegen. Nein, du guckst nicht. Sonst weißt du wieder was und drängst dann die ganze Zeit drauf, dass wir es auch wissen. Mhm. Ja, dann nächstes Geburtstag. Oh, heute hatte Kent Geburtstag. Ha! Ha! Doch egal. Steht er noch draußen? Nur 40, das schaffst du eh nicht mehr. In dem bin ich vorhin. Ich wollte nur wissen, ob der noch draußen stand. In dem bin ich vorhin vorbeigelaufen, deswegen habe ich mir Ha gerade gesagt. So. Okay, jetzt wird diskutiert, weil Xan sagt, die gibt's nur während des Blumentanzes, aber Mira widerspricht dem mit ihrer Aussage, oder? Ihrer oder seiner Aussage? Jetzt die Frage. Tja, was ist richtig, was ist falsch? Ich glaube, ich kann mir das Geschlecht merken. Also, 10.000 Zuschauer hast, von denen du dir allen das Geschlecht merken. Ich konnte mir nicht mal von Xeli einen Namen merken, ja? Einen Vornamen, und der heißt genauso wie ich mit Vornamen. Den habe ich, glaube ich, 5-mal gefragt, wie er heißt. Das ist in der Tat bitter, aber Vornamen kann ich mir auch nicht merken. Für mich heißen alle so, wie sie im Chat dastehen. Mädchen, okay. Ey, du. Mira war das irgendwie nah. Sammelstufe 10. Gesammelte Gegenstände haben immer die höchste Qualität oder die Position sammelbarer Gegenstände werden aufgedeckt. Ah. Ach, da kriegst du so ein Pfeilchen auf der Minimap, wo einer ist. Ich nehme die höchste Qualität. Ja, was denn, Felix? Ich habe 20.000 gemacht. Ja, ich habe auch ein bisschen was verkauft. Mit Xan bin ich auch sehr glücklich, Xan.